Ja, wir haben den 21. Das Game ist nun final auf dem Markt. Es gab nochmal ein kleines Update zum Game. Und wir gehen jetzt nochmal richtig rein. Und zwar komplett halt in den Story-Mode vom Electrician Simulator. Ich bin übelst gespannt. Wir gehen hier einfach mal auf Fortsetzen. Und dann gehen wir direkt, wie gesagt, rein in die ersten Aufträge. Also, ab geht es. Ich freue mich schon richtig drauf. Jetzt haben wir ja quasi den Story-Part. Wir hatten im letzten Video so ein bisschen das Tutorial uns angeschaut und waren da ja mit so einer VR-Brille unterwegs und haben dann erstmal getestet, wie das denn alles so geht. Jetzt gucken wir uns aber hier mal erstmal so ein bisschen um. Linke Maus das? So, genau. Ach, guck mal hier. Gucke mal da, da haben wir doch tatsächlich, mal eben die Maus in, ja, machen wir mal ein bisschen langsamer mit der Maus. Da haben wir doch tatsächlich hier unseren Tüftelbereich, sehr, sehr cool, Nicht schlecht, gut aufgeräumt, so einigermaßen. Was haben wir denn hier, Nee, du betrittst jetzt dein Haus. Okay. Dein Haus ist ein Ort, an dem du elektrische Geräte testen kannst. Kaufe einfach etwas im Shop und benutze es hier. Ja. Normale Dekoration. Wer hat das nicht im Wohnzimmer liegen? Ist ja klar. Elektriker, Alter. Ich werd weich, Ich werd weich. Elektriker und nicht Innenarchitekt. Ja, kleine Butze. Ich würde sagen, mir würde es fast reichen. Ich würde hier vielleicht so eine Stream-Ecke einrichten. Und gut ist. Guck mal, geht sogar noch weiter hier. Badezimmer, allen drum und dran. Sehr schön. Cool. Kommen wir hier auch raus? Abgeschlossen. Ja, wir kommen einfach nicht raus. Wir kommen nicht raus. Wir sind gefangen. Aber es sah ganz cool aus draußen, also auch mit dem Verkehr draußen. Ich muss echt sagen, nicht schlecht. Ja, wir gehen einfach mal rein in die Aufträge. Ich glaube, mehr kriegen wir hier auch nicht raus. Alter. Alter, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Reparationsauftrag, tatsächlich. Auftrag kostet 60, bringt sowas. Batterie ist tot, Fragezeichen. Gehen wir mal rein. Das hatten wir, glaube ich, schon im... Das hatten wir schon angenommen. Muss ich das jetzt irgendwie noch weiter? Akzeptieren, angenommen. Wo klicken wir denn jetzt? Haben wir das jetzt hier schon? Ja, haben wir. Das hatten wir schon in der frühen Alpha-Phase oder in dieser Vorversion des Games. So, genau. Da müssen wir jetzt nämlich gleich alles auseinandertüfteln. Ich überspringe das hier einfach mal grob fahrlässig wie immer. Und mir fällt jetzt schon ein, mir fehlen, doch nicht, hier unten sind sie alle drin. Ich wollte gerade sagen, mir fehlen die verschiedenen Schraubendreher und sowas alles. Möchtest du kaufen? Ja. Wie viel Geld habe ich denn? Nicht, dass ich gleich pleite bin hier. Hatte ich nicht irgendwie so 200? Möchtest du kaufen? Ja. Kaufen? Ja. Kaufen? Ja. Kaufen? Ja. Sag bloß, ich brauche das gleich. Bist du sicher, dass du dieses Upgrade kaufen möchtest? 25. Eigentlich ja. Naja gut, kann ich jetzt nicht. Okay. Wir gehen da rein. Und drehen, zoomen. Das Teil ist irgendwie Fratze. Guck mal. Dann können wir doch jetzt hier mit dem richtigen Dreher. Zip. Cool. Also ohne Scheiß. Das hat wirklich was, ey. Ich brauche hier einen anderen, oder was? Rostentferner. Sag bloß, das ist der Rostentferner jetzt. Das ist der Rostentferner. Und jetzt habe ich keine Kohlen dafür. Alter, jetzt werde ich aber weich. Upgrade kaufen. Du hast nicht genug Geld. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich lasse das mal eben liegen. Und jetzt gehen wir. Und gehen mal eben zum Alessandra Castellero. Dunkelheit im Badezimmer. Akzeptieren. Prüfe die Lampen, prüfe die Glühbirne, überprüfe den Lichtschalter. Angenommen. Dann müssen wir das halt mal eben machen. Hilft ja alles nichts. Nimm Gegenstände mit, die du für den Auftrag brauchst und verlasse das Büro.
Ja, was brauche ich denn dafür? Was brauche ich denn dafür? Empfohlene Artikel. A. In den Warenkorb legen. Alles kaufen. Ich habe keine Kohlen. Wack, 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 wack. So, neu geladen. Und wir machen als erstes den Auftrag von dem Opa. Und das mit dem Reparieren, das machen wir danach. Also, akzeptieren. Dann holen wir uns die Gegenstände. Eins davon, eine Glühbirne und den Schraubendreher. In den Warenkorb. Kostet, ich hocke genau davor hier, kostet 56. Alles kaufen. Ja, ich bin mir sicher. So, dann haben wir alles und wir brettern zum Auftrag. Ei, 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 ei. Aber ohne Scheiß, dieses Reparieren hier von diesen Dingern ist richtig cool. Was übrigens auch der Hammer ist, was mir gerade auffällt, es ist ja ein super schnelles Laden. Das ist ja krass. Überprüfe die Lampen. Das machen wir erstmal hier überall an. Das lübt. Das lübt hoch. Also, machen wir direkt wieder aus. Ne? Energie sparen und so. So, also, das machen wir alles wieder aus. Wait a minute. Waren da alle an? Ich glaube schon. So. Abgeschlossen, abgeschlossen. Hier. Der hat aber auch Angst, der Typ. Das ist, glaube ich, hier der Delinquent. Ja. Überprüft. Da haben wir es also. Prüfe die Lampen, prüfe die Glühbirne, überprüfe den Lichtschalter. Da tüdeln wir mal eben die Lampe ab, schrauben die hier raus und schrauben die zwei wieder rein. So, damit haben wir die Lampe schon mal gewechselt. Escape. Dann Lampe einschalten. Geht nicht. Das geht anscheinend. Okay, irgendwo müssen wir doch jetzt hier Lampe einschalten. Überprüfe den Lichtschalter. Das heißt, wir müssen hier am Lichtschalter mal dran rumtüddeln. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich gleich erstmal hier den Strom ausmachen. Ne? Aha, die Verbindung der Kabel sind da nicht dran, ne? Kein Wunder, dass das nicht lübt. Bevor ich das jetzt anpacke. Ja, 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 hast du dir schon gedacht, ne? Gleich packt er da dran. Nee, macht er nicht. Suche ich erstmal den Sicherungskasten in der Butze hier. Gucke mal da. Hauptsicherung. Rot. Ja, ist doch alles aus. So, jetzt ist aus. Und jetzt muss ich da wieder anpacken. Ich sehe jetzt schon kommen. So, wir zoomen da mal ran. Okay, kein Gewicht bekommen. Moment, auftüdeln. Nehmen wir einfach beides mal die linke Seite. So, ran da, unten. Auch kein Gewicht gekriegt, sehr gut. Rangetüdelt, festgeschraubt, festgeschraubt. Lübt der Lachs. Schrauben, Schrauben. Ranklatschen. Escape. Sehr gut. Ha! Und, achso, Lichtschalter wieder. Und dann haben wir doch alles, ne? Glückwunsch! Aufgabe erfüllt. Lübt der Lachs. Licht an und aus. Dankeschön. Rinja hauen. Schönen Tag noch. Alter, mega schnell. Wie schnell das lädt, ey. Super cool, ey. Genau. Auftrag erledigt. Erledigt. XP-se, Glühbirne. Jawohl, das sind unsere Kosten, glaube ich, hier, oder? Zusätzliche XP-se. Und wir kriegen Para. Und das ist wichtig, denn jetzt haben wir ausreichend Kohle, um den anderen Auftrag zu erledigen. Und den machen wir mal direkt als erstes. Wir haben jetzt einen neuen Auftrag schon wieder reinbekommen. Und wir nehmen aber jetzt als erstes den Reparaturauftrag an. Ja, das ist natürlich ein Dingen. Also, zack, zack, da gehen wir jetzt rein. Das ist natürlich ein Dingen, dass man da so ein bisschen genatzt wird. Und, ja, einfach ein bisschen zu wenig Kohle hat, um halt von vornherein diesen Auftrag zu machen.
Der ist ja mit dabei, ne? So, jetzt kaufe ich mir 1, 2, 3, 4, 5. Alles. Und wir brauchen als erstes ein wenig Rostlöser an diesen rostigen Schrauben. Also, nehmen wir mal den Rostlöser und pfft. Es ist so gut. Es ist richtig gut, ey. So, dann tüdeln wir das mal schön auseinander. Das wird ja alles schön oben im Kästchen gesammelt. Alle Einzelteile, dass auch nichts verloren geht. Und jetzt nehmen wir das ab. Alter, und jetzt nehmen wir das untere Gehäuse ab. Und dann drehen wir das Ganze mal um. Nu geht das los hier, ey. So, da haben wir doch alles. Das hier nehmen wir auch ab. Das auch. Hier haben wir die Knöpfe, das kommt hier alles oben links hin. Die Gummimatten. So. Und dann sehen wir jetzt hier die Verbindung. Können wir noch was abmachen? Ja, hier können wir noch einen Stecker ziehen. Das kommt auch ab. Das Teil kommt ab. So, komplett auseinandergenommen. Ja, und jetzt? Jetzt stehe ich hier wieder. Demontier. Jetzt geben wir dem Lümmel die beiden Boxen in die Hand und sagen, bitteschön, hast du was zu tun. Hör auf zu zocken, werd Elektriker. So. Okay, keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich habe es tatsächlich wieder verrafft. Ich wüsste gerne, was man jetzt macht. Oh, warte mal, das ist der Lötkolben. Pinzette. Da wird durchgemessen. Gelöst. Ja, Schraubendreher. Achso, warte mal. Genau, unbekannt. Wir müssen das überprüfen. Sicher, sicher. Genau, hier. Und das war schon überprüft anscheinend. Okay, hier an der Seite, ich hocke da genau vor, sehen wir jetzt die verschiedenen Komponenten. Und die sind entweder in Ordnung oder sind es eben nicht. Und dieses Teil, das müssen wir nochmal überprüfen. Wir zoomen da nochmal ran. Das ist jetzt hier die Batterie. Haben wir überprüft anscheinend. Ich weiß gar nicht, ob wir das damit irgendwie noch irgendwie machen müssen oder so. Ging aber auch sofort. Wir haben jetzt sofort hier unten die Meldung kaputt. Und das ersetzen wir jetzt. Da gibt es jetzt die Auswahl hier ersetzen. Kostet ein bisschen Kohle. Setzen wir natürlich alles auf die Rechnung drauf und haben das jetzt erledigt. So, Teileliste. Jetzt würde ich sagen, Montage. Das war jetzt gerade Demontage und jetzt Montage. Und wie montieren wir jetzt wieder? Ah, guck mal hier. Sehr schön. Das heißt, wir fangen damit an. Wir setzen die Batterie wieder ein, die neue. Wir setzen die Kabellage hier dran. Zack, zack, zack. Dann kommen die Gumminoppen dran. Dann kommen hier oben die Steuerungsknüppels drauf. Und dann einmal umdrehen, die Hülle. Und dann wird festgeschraubt. Zip, zip. Nur anklicken, das ist geil, dass man da nicht immer alles drehen muss. Und dann ist das Teil wieder fit. Gerät testen. Geil. Gegenstand versenden. In Ordnung, lübt wieder. Und er ist happy, Alter. Sehr schön. Hat er sich das Teil schön. Für 15 Ocken hat er sich das gekauft. Für 60 lässt er sich das reparieren von mir. Freut er sich. Artikel zurückschicken. Perfekt. Cool. Aber ohne Scheiß, macht wirklich Bock. Macht wirklich Bock. Was soll ich sagen, Alter? Macht halt irgendwie Bock. Oh, was ist das denn? Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Der Hauptwasserhahn oder wie oder was? Nach fest kommt ab. Ich lass das mal, ne? Vielleicht wird das noch irgendwie Teil der Story. Ja, nächster Auftrag. Läuft. Wir haben mittlerweile, was sagen die Kohlen? Was ist mit den Kohlen? Wir haben 113. Das ist gar nicht so viel. Wir haben 113. Ich glaube, ich muss mal wirklich so einen größeren Auftrag wieder hier machen. Repariere die einzelnen Steckdosen. Die Doppelsteckdosen. Teste. Und schalte den Ventilator ein. Also rein da. Und was haben wir hier unten? Anhänge,
Zertifikat. Ja, Alter, das ist natürlich wichtig. Wir haben hier zertifizierte Steckdosen, Alter. Ach, das ist hier wieder so ein VR-Dingen. Ah, das ist so eine... Oh, okay. Das heißt, wir haben hier Lehraufträge sozusagen, wofür wir dann Zertifikate bekommen. Angenommen, akzeptiert. Okay, dann gehen wir da jetzt rein, gehen auf VR. Setz die VR-Brille auf. Hm, VR-Training. Eigentlich nicht schlecht. Und siehst du, ist sofort fertig, ne? Ich kann sofort klicken. Eigentlich nicht schlecht. Gute Idee. Lernen der Zukunft. Zertifikat einfach mal eben online machen. Kabel und Steckdose. Cool. Naja, fangen wir mal an, ne? Wir machen mal als erstes den Strom aus. Zack. Dann repariere die einzelnen Steckdosen. Dann gucken wir uns das mal eben an. Haben wir einen Schraubendreher hier rumliegen? Haben wir. Zack. Und noch ein. Und zack. Wo ist der Unterschied? Der eine ist blau, der eine ist gelb. Schlitz. Und das ist, glaube ich, so ein Kontrolldingen. Okay, gehen wir mal ran. Gehen wir mal rein. Steckdose. Zip, zip, zip. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Weiß ich doch alles. Hoffentlich. Oh, warte mal. So, dann müssen wir ein bisschen drehen. So, raus. Ich habe ja alles abgetüdelt. Ich habe doch alles abgemacht. Und hier stimmt was nicht. Okay. Sind die verkehrt rum dran? Müssen die andersrum rein? Ich weiß das gar nicht. Wonach richtet sich das? Das eine muss ja irgendwie Erde sein. Kein Kabel ausgewählt. So. Das ist richtig. Die waren verkehrt rum. Aber wonach richtet sich das? Ah, warte mal, da steht war ein Name dran. Ah, Nullleiter heißt das eine. Nullleiter? Das ist PE-Schutz. Okay, das ist dann die Erdung, glaube ich. Nullleiter und L1-Strom. Also Schutz ist das Gelbe. Müssen wir uns vielleicht mal merken irgendwann. Vielleicht merke ich es mir. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Und dann kommt das da dran. Ist aber auch wieder falsch. Brauche ich die beiden denn überhaupt? Das ist Strom und das ist der Nullleiter. Kann ich den nicht abmachen und ich mache den da dran? Nö. Und den roten da dran? Nö. Kann ich noch was anderes nutzen? Ich glaube nicht. Ich baller das jetzt einfach dran. Zack. Tüdel das wieder fest. Klatsch das da drauf. Nee, 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 nee. Übereifrig. So. 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 Abdeckung drauf. Fertig. Ich glaube nicht fertig. Es gab noch keinen Heurika, oder? Repariere die einzelnen Steckdosen. Hätte ich mir das mal angehört, das Tutorial. Hätte ich mir das mal angehört. Ich muss da nochmal ran. Ich muss da nochmal ran, Alter. Da denkst du hier easy. Ist aber nicht. So. Ich nehme mal den anderen Schrauber. Kann ich damit irgendwas machen? Ich tüdel die mal alle ab. So. Null raus. Rot. Rot nochmal auswählen. Ich gehe da mit dem Schrauber dran. Wait a minute. Guck mal, das ist wirklich so ein Tester, ne? Das ist wirklich so ein Tester. Siehst du, jetzt habe ich den da dran und den machen wir da dran. Kein Kabel ausgewählt. In die Mitte. Ah, links. Ah, macht ja auch Sinn. Ah, macht ja auch Sinn. Das ist ja dieser Pin hier. Genau. Der soll ja ableiten. Und dann haben wir links und rechts sind ja die beiden Nöbbis. Steckdose, Alten. So. Aber das mit dem Testen, das muss ich mir nochmal angucken.
Siehst du, das ist ja hier der Pin in der Mitte. Links und rechts haben wir dann den Ein- und Ausgang vom Strom. Genau. Und dann lübt das. So, drauf damit, Schraube drauf, Abdeckung drauf, alles wieder schick. Geil. Siehst du, ja, man lernt noch was. Man, also wirklich, ist ja der Hammer. Repariere die Doppelsteckdose. Doppelsteckdose, da hast du die Doppelsteckdose. Mit Steuerung kann man sich sogar hinhocken. Und dann gehen wir da rein. Zack, Schrauben. Und wir schrauben uns das hier schön alles zurecht. Ne, mach mal ab, ruhig. So, zack, zack. Zack. Nu wird aber wild, Alter. Nu wird aber wild. Und damit könnten wir jetzt hier testen. Aber ich weiß nicht, was er testet. Ich sehe halt nichts. Achso, ich habe ja auch kein... Ah, ich kann testen, ob Strom drauf ist. Wenn jetzt Strom drauf wäre, leuchtet da, glaube ich, was dran an dem Ding. Habe ich keinen Strom drauf? Also kann ich das in Ruhe anpacken. Haha, das hilft mir. Das hilft mir. So, Doppelsteckdose. Das heißt, auch hier brauchen wir wieder in der Mitte das Erdungskabel, das gelbe. Und dann links und rechts die anderen, ne? Und ich hoffe, das lübt. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal ein. Also, Schrauber erstmal. Zack, zack, zack. Und dann machen wir erstmal die Erdung drauf in die Mitte. Ja. Und dann machen wir den mal hier so hin. Oh, war falsch. Wieso war das falsch? Muss das einmal links? Okay. Ich hoffe, das wird mir später noch angezeigt, ob es falsch oder richtig ist. So, dran tüdeln. Abdeckung drauf, Schrauben drauf. Lübt der Lachs, Alter. So, gewissenhaft. Schalte die Steckdose ein, schalte Ventilator ein. Eingestöpselt. Wieso fliegen? Achso, Ventilator. Oh, Herr. Verlängerungskabel-Tutorial. Ernsthaft? Verlängerungskabel-Tutorial? Im Verlängerungskabel-Tutorial. So. Kannst du nicht ausdenken, Alter. Wir machen erstmal Strom, ne? Oh, ich könnte auch mal wieder aufstehen. Die alten Knochen. Bam! Mission erfüllt. Teste die einzelnen Steckdosen. Ah, dafür brauche ich das jetzt hier. Ne, warte. Wie kann ich die denn testen? Nee, ich will testen, Alter. Teste die einzelnen Steckdosen. Schalte den Ventilator ein. Jetzt an? Jetzt ist an. Teste die einzelnen Steckdosen. Ja, Alter, jetzt wird aber hier wild. Testen. Keine Ahnung, heißt das, das ist okay? Rot. Da ist nichts. Ist das jetzt verkehrt oder was? Leute, ich weiß doch sowas nicht. Ist doch alles dran. Hat doch Saft. Sieht doch gut aus. So. Next. Dann gehen wir zu dem anderen Ding. Jetzt hänge ich hier irgendwie fest. So. Ausstöpseln. Weg damit, jawohl. Dann das nächste Ding testen. Da tütet nichts. Alter, ist das verkehrt oder was? Muss ich das wieder auseinandernehmen?
Ich muss da wieder auseinandernehmen. Da ist nichts drauf. Ich habe ja jetzt eingeschaltet, ne? Ich sehe mich da gleich schon wieder anpacken. Erstmal mit dem Tester hier. Ist nix. Ist das verkehrt rum oder was? Ich krieg gleich ein... Verdorr ich noch mal! Ich krieg gleich ein Gewisch, sag ich doch schon. So. Null. Alter. Leck mich fett, oh, das ist ja nicht wahr, ey. So, aus. Macht mich das immer fettig, ey. Ich hab doch das Testerteil hier in der Hand extra dafür. Ja, dankeschön. So. Jetzt kommt rot. Ja, jetzt testest du. Dankeschön. Wofür, ey? Warte mal. Warte mal. Muss ich denn vielleicht vorher mal testen? Wir machen nochmal an. Ich hab den Tester in der Hand. Jetzt ist rot. Jetzt ist gefährlich. So, wir haben den Tester in der Hand, ne? Safe in der Hand. Da war nichts, null. Und dann muss jetzt hier... Okay, es ist Strom drauf. So. Jetzt packe ich den nicht an. Wir machen erstmal aus. Dann... Strom war aus. Tester. Ja, genau, auf Nummer sicher gehen, ne? Ich wollte sagen, da kann ja nichts mehr passieren. So. Dann machen wir den jetzt mal nach links. Aufschrauben. Geht nicht. Will er nicht. Es ist verkehrt. Aber warum geht denn dann die Steckdose nicht? Das geht ja dann extra. Also, irgendwas stimmt doch da nicht. Und den da. Hatte ich doch so. Hatte ich doch exakt so. Jetzt sagt er, ist alles richtig. Repariert. Ich verstehe es nicht, Alter. Der wollte mich bloß trollen. Der wollte, dass ich nochmal einen gewischt kriege, ey. So. Steckdose. Teste. Achso, ist ja jetzt auch ausgeschaltet. Teste die Steckdose. Jetzt ist Gefahr. Teste die Steckdose. Piept nicht. Piept nicht! Ich weiß nicht warum. Ich stöpsel da jetzt einfach was ein. Alter, du willst mich doch verkohlen. Teste die Doppelsteckdose. Teste die Einzelsteckdose. Schalte den Ventilator ein. Und wir testen die Steckdose noch. Das war der Knackpunkt. Teste die Doppelsteckdose. Sagt er, test die Doppelcheckdose. Sag mal, willst du mich trollen? Schalte den Ventilator wieder ein. Alter, Trollolol! Das war aber ein hart verdientes Zertifikat. Du hast alle Aufgaben erfüllt. Geh zur Tür, Ort verlassen. Alten.
Ei, 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 ei. Und da haben wir es, das nächste Zertifikat. Du kannst jetzt Steckdosen erfolgreich unter Strom setzen. Puh, ey, das hat aber wieder gezwiebelt, ey. Besorge Zertifikat, repariere, repariere, teste, teste, teste. Bonus-XPse, ich will keine XPse, Alter, ich will Kohlen. Ah. Und wir sind in der Realität angekommen. Wir haben $113. $113, das ist nicht so viel, aber ich glaube, wir haben alles, was wir benötigen zum Reparieren. Und wir gehen erstmal in die nächste Reparatur. Nach diesen nervenaufreibenden Stromschlägen gehen wir erstmal da wieder rein. Zack, akzeptieren und reparieren hier erstmal auf entspannt. Also, was haben wir denn hier? Gerät testen. Geht nicht. Status kaputt. Okay, wir demontieren. Na, gucken wir mal auf der Rückseite. Wir müssen erstmal hier die Batterien raustütteln. Zack, zack. Dann brauchen wir einen Schrauber. Bep, bep, und dann schrauben wir hier schön, dass was verrostet. Schön die einzelnen Teile raus. Dann machen wir hier Rostofix drauf. Zack und ab. Abdeckung. Schön. Dann können wir hier nochmal ein bisschen reinspritzen. Und vorsichtig die Schrauben weiter lösen. Da haben wir auch nochmal eben eine. So. Dann tüdeln wir die mal eben alle raus. Ich hoffe, die haben wir dann später auch noch zur Hand. Dann nehmen wir mal erst hier diese ganze Kabellage noch raus. So. Dann haben wir die einzelnen Platinen. Das kriegen wir nicht raus, oder was? Das kriegen wir doch bestimmt auch noch raus, oder? Was fehlt denn hier? Wir können ja weiter ranzoomen. Da! Guck mal da. Ganz kleine Schrauben. Rostentferner. Achso, auf der 5 muss ich erstmal anklicken. So. So. Zack und zack. Und jetzt sind wir dazu in der Lage, das Ganze wegzuballern. Schön. Ja, dann gucken wir hier wieder in unsere Liste rein und müssen hier verschiedene Sachen uns noch genauer angucken. Überprüfen. Wir überprüfen die Batterien. Hier wird schon gesagt, kaputt. Sehr schön. Dann überprüfen wir die nächste. Auch die ist kaputt. Dann haben wir hier einen Sensor, den überprüfen wir. Da müssen wir dann mal echt schauen. Integrierte Schaltung. Sieht das denn alles in Ordnung aus? Du brauchst dafür, vielleicht brauche ich das dafür. Tatsächlich, krasser Scheiß. Scheint zu gehen. Scheint alles zu gehen. Müssen wir auch nicht auseinandernehmen. Ist in Ordnung. Perfekt. Dann gehen wir zurück in die Liste hier und überprüfen Ette. Anderes Gerät. Kaputt. Damit haben wir doch schon den Übeltäter. Nehmen die Pinzette und den Lötkolben. Halten den mal kurz dran. Ablöten. Mit der Pinzette raus. Und ersetzen. Kostet $12. Das ist ja schon nicht wenig, ne? Dann löten wir das wieder fest. Lötblei da, Lötzinn da dran. Und dann lübt das Ganze. Lautsprecher ist wieder in Ordnung. Dann überprüfen wir das nächste Gerät. Das ist doch mal richtig geil, dass wir hier schön Kleinigkeiten auch überprüfen. Macht einfach weniger Waste, weniger Müll. Anstatt das ganze Gerät komplett wegzuschmeißen, wird das einfach mal eben repariert. Sachen gibt's, oder? Man kann Sachen reparieren. Erstaunlich. So, wir müssen das Teil hier lösen. Zack, mal eben abgelötet. Dann mit der Pinzette eben austauschen. Neues drauf. Zack. Und wir löten das wieder fest. So, perfekt.
Das haben wir hier alles schon getestet. Das läuft. Das nicht. Läuft das nicht? Ne, das läuft anscheinend nicht, ne? Das ist soweit okay. Das ist auch kaputt. Das heißt, da müssen wir auch hier mal eben ablöten. Irgendwie hat das eine Macke. Heißt also, für wenige Cent ausgetauscht. Zack. Anstatt teuer nachgekauft. Perfekt. Jetzt ist das Teil in Ordnung. Und dann haben wir alles. Ersetzen. Ich muss nochmal eben die Batterien ersetzen. Und damit ist das gesamte Gerät überprüft. Wir gehen in die Montage. Und haben jetzt hier alles, was wir brauchen. Die verschiedenen Komponenten. Die Kabellage machen wir noch nicht. Oder? Doch, kriegen wir. Kriegen wir. So. Schraubendreher. Da müssen wir langsam hier mal festschrauben alles. Nicht, dass am Ende ein paar Schrauben übrig bleiben. Dann stehst du da wieder und denkst dir, nanunana. So, dann haben wir das und das. Auch hier wieder drauf rumtüdeln. Zack, zack, zack. Alles mal eben schön rein damit. Batterien links und rechts. Abdeckung drauf. Gerät testen. Ha! Lübt doch der Lachs. Cool. Also, nächstes Teil auch erledigt. Ab Gegenstand versenden. Und wir kriegen 50 Tacken dafür. War das, lohnte sich das? Warte mal, oder hat die, ach warte mal, was ist eigentlich hier mit? Was ist eigentlich, habe ich eine Mülltonne? Habe ich eine Mülltonne? Was mache ich mit der ollen Glühbirne, Alter? Ja, Mülltonne, oh warte, was ist das denn hier? Glühbirne weiß. Alter. Stehlampe. Das ist ja der Oberhammer, ey. Wir haben ja hier überhaupt keine Beleuchtung am Schreibtisch. Ich würde sagen, die stellen wir mal entspannt. Habe ich überhaupt eine Steckdose hier? Hier ist ja auch keine Steckdose. Alter, ich bin Elektriker und ich habe keine Steckdosen. Ich habe komplett keine Steckdosen. Muss ich gleich selber mir Steckdosen ziehen oder was? Ich habe keine Steckdosen. Ich habe keine Sicherung. Alter, was ein Elektriker, ey. Aber eine Gitarre habe ich. Okay. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht, wohin mit der schrottigen Glühbirne. Ich kann die auch nicht ablegen, werfen, wie auch immer. Vielleicht verschwindet die einfach irgendwann. Okay, wir gehen mal rein in den nächsten Auftrag. Nächsten Auftrag, einen kriegen wir doch bestimmt noch hin, ne? Steckdosen in Ordnung. Was haben wir hier? Badezimmerlicht schon wieder. Oder Steckdosen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Steckdosen. Der hat hier einen Game Controller schon wieder. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Badezimmer hatten wir. Wir gehen hier mal nochmal rein in die Steckdosen. Akzeptieren. Empfohlene Artikel habe ich. Also müssen wir nichts in den Warenkorb legen. Und wir brettern dahin. Ab geht es. Elektriker Service on fire. Und klack, sind wir schon da. So schnell geht das. Und das hier kommt mir auch noch bekannt vor. Aus der ersten Version. Hier habe ich aber übelst eingewischt gekriegt. Also, rein da. Und das Erste, was wir machen, ist uns wundern. Aus. Das machen wir schon mal an. Und ansonsten lassen wir alles aus. Grün ist gut. So. Überprüfe die Steckdose neben dem Fernseher. Fernseher. Abgeschlossen, abgeschlossen. Ist das hier? Hier soll der Fernseher hin? Ist das? Ich versuche mal. Ich denke, das wird die sein. Überprüfe die Steckdose.
Wir zoomen da mal ein bisschen ran. Könnte hier die Stelle sein, ne? Ja. Ich habe ausgeschaltet. Ich habe ein bisschen Panik, aber wir gehen erstmal rein mit der Erdung. Die, ah ne, wir müssen abschrauben. Zack, zack, zack. So, dann haben wir die Erdung hier mittig. Dann die Nullleitung nach da. Ne, war falsch. Rechts. Danke. Und jetzt kommt's. Ah. War richtig. Sehr gut. Überprüft. Zack, zack, zack. Abdeckung. Und lübt. Überprüft haben wir es nicht. Es steht noch kein Fernseher da. Aber wir haben hier so eine Lampe. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann lübt das Ding. Dann hätten wir den Part schon erledigt. Sehr gut. Okay, funktioniert. Wir machen wieder aus. Bam. Überprüfe die Doppelsteckdose im Schlafzimmer. Schlafzimmer. Doppelsteckdose. Verbinde die Kabel im Verteilerkasten. Okay. Überprüfe, ob die Steckdose funktioniert. Hier ist sie. Und wir gehen da erstmal rein. Kann ich nicht verstellen. Ne, wir gehen einfach so rein, ne? So, zack. Wir zoomen da mal ein bisschen ran. Und nehmen erstmal alles ab. Weggeschraubt, weggeschraubt. Ich habe immer noch die schrottige Glühbirne dabei, Alter. Immer noch. Ich verstehe es gar nicht. So, abgeschraubt. Jawohl. Errungenschaft. Schraube hier 50 mal rum oder was? Nullleitung. Und der Rode. Kriegen wir das? Kriegen wir. Und dann schrauben wir alles wieder fest. Cool. Cool, cool, cool. Klappt. So, zack, zack. Alles wieder drauf. Dann lübt das auch. Deckung, Abdeckung drauf. Läuft. So, dann Stecker rein. Und überprüfen, ob das wieder geht. Überprüfe die Steckdose, ob die Steckdose funktioniert. Badadadam. Sensationell. Mission erfüllt. Also, haben wir erledigt. Wir sind raus. Schönen Tag noch. Rinja hauen. Bäm. Und da kommt, Alter. 100%. Zack, 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 zack. Haben wir auch XP-se. Wir kriegen ein bisschen Kohlen. Jawohl. Verbinde die Kabel im Verteilerkasten. Weiß ich gar nicht, was ich da gemacht habe. Und auch dafür kriegen wir Kohlen. Und wir haben 150 für den ganzen Auftrag bekommen. Tip top. Und damit sind wir wieder in der Base. Und könnten jetzt hier weitermachen. Machen wir aber nicht. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Also, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Damit ihr auch den nächsten Elektroschock nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Oder einfach mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin.